Hallo, wunderschönen guten Abend. Wir kommen jetzt zu einem Klassiker aus den 50ern des letzten Jahrhunderts. Grundsätzlich war es eine Erfolgsgeschichte, die den Weg zu der Wodka als beliebteste Spirituose wirklich mitgeebnet hat. Der Moscow Mule. Persönlichkeiten wie Woody Allen haben für dieses Getränk Werbung gemacht. Das ist als solches ganz einfach. Es ist etwas Wodka, Ginger Beer, etwas Limettensaft. Früher, weil es gerade mal zu viel davon gab, wurde es auch in einem kleinen Kupferbecher mit serviert. Unabhängig von diesen Dingen ist es natürlich einfach Wodka, wie er in der westlichen, sagen wir mal, Wahrnehmung stattfindet, ist geschmacksneutral. Das vorstechendste Merkmal ist Neutralität. Ich würde jetzt den Vergleich bringen, dass ich sagen würde, möchten Sie eine Freundin haben, wo das hervorstechendste Merkmal neutral und leicht vergesslich für uns ist? Nein, ne? Da will man nicht dran hängen bleiben. Deswegen wenden wir uns jetzt bei Wodka einer sehr schönen Machart zu, das ist die polnische Variante, immer Rogge und in dem Fall von Grasowka auch wirklich zum schmeckbaren Aromatisieren etwas Büffelgras. Die Würze vom Gingerbier, diese leicht säuerliche Würze vom Roggen, Wodka in Verbindung mit dem Büffelgras als solches, lässt den Wodka immer noch im Hintergrund, gibt aber ein ganz tolles, erfrischendes, würziges Getränk. Wir beginnen mit dem Moscow Mule und gehen dann über zu einer Neuerung, die erst später dazu kam, dem Unique Mule. Das ist also eine ganz, ganz kleine und unwesentliche sozusagen Veränderung, die aber durchaus auch Wirkung zeigt. Limettensaft, je nach Ginger Beer ist das eigentlich entscheidend. Interessant ist, dass ganz oft beim Ginger Beer, je mehr Säure man dazu gibt, auch immer das Gefühl für die Schärfe sich verändert. Nicht nur die Empfindung der Süße. Wodka, 4-5. Und dann das Ginger Beer. So. Einmal kurz unterheben. Das ist der Moscow Mule. Bis dahin. Ziemlich einfach. Schöner Longdrink. Erfrischend. Hat wie gesagt in letzter Zeit auch durchaus eine Renaissance erfahren. Mit dem Servieren von der Gurke, sei es in einzelnen kleinen Stängelchen oder Streifen, ist völlig egal, wird dieses Getränk zu einem Munich Mule. Und schon haben wir wieder zwei Drinks gelernt. Ich wünsche einen schönen Feierabend.